Willkommen zum SPC-Webinar. Sie sehen hier den Live-Mitschnitt unseres IAM-Raumregler-Webinars. Den IAM-Raumregler können Sie in unterschiedlichen Ausführungen bei uns beziehen. Sei es nun als BACnet-Controller mit vorgefertigten Anlagenmakros oder in der frei programmierbaren Variante. In diesem Webinar fokussieren wir uns ausschließlich auf die mit SAIA PG5 frei programmierbare Ausführung. Von Seiten der Hardware-Ausstattung sind die Geräte sowohl für Elektroanwendungen, Fan-Coil-Units, Licht und Beschattung sowie für Volumenstromregler ausgelegt. Sie sehen, der IAM gestattet Ihnen ein breites Einsatzfeld und dank der freien Programmierbarkeit kann er flexibel auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Aber nun genug der Vorrede. Hören wir uns jetzt das Webinar von Thomas Jura an. Der neue Raumregler bietet auch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Er verfügt über zwei RS-485-Schnittstellen für S-Bus- oder Modbus-Kommunikation. Er ist erweiterbar mit E-Line-Ein-Ausgangsmodulen per USB mit PG5 programmierbar und nach erfolgreicher Adressierung lässt er sich auch über den S-Bus programmieren. Somit ist auch eine Fernwartung und Diagnose möglich. An Bord gibt es auch eine Echtzeituhr, die ist für 72 Stunden gepuffert. Die Klemmen sind alle abziehbar und können Leitungen mit einem Querschnitt bis zu 2,5 mm² aufnehmen. Insgesamt haben wir 5 unterschiedliche Varianten des neuen Raumreglers in 2 unterschiedlichen Gehäusegrößen. Das fängt hier an mit dem PCD7 LRL2 P5 im großen Gehäuse. Der hat eine Versorgungsspannung von 230 Volt, 2 analoge Ausgänge, 6 Universaleingänge, 4 Relaisausgänge sowie 4 Triacs, also insgesamt 16 Ein-Ausgänge. Dann haben wir als nächstes den PCD7 LRL4 P5 und PCD7 LRL5 P5. Auch im großen Gehäuse. Diese beiden haben jeweils 6 analoge Ausgänge, 10 Universaleingänge, 4 Relais und 4 Triac-Ausgänge. Also das sind die größten beiden Regler mit 24 Ein-Ausgängen. Die unterscheiden sich nur durch die unterschiedliche Spannungsversorgung. Also das LRL4P5 benötigt 230 Volt AC und das LRL5P5 24 Volt AC. Im kleinen Gehäuse gibt es auch 2 Regler, die von der Ein-Ausgangsbelegung identisch sind, den LRS4P5 und LRS5P5 mit 4 analogen Ausgängen, 4 Universaleingängen, 4 Relaisausgängen und 2 Triac-Ausgängen. Insgesamt also 14 Ein-Ausgänge. Auch hier ist es so, dass der LRS4P5 mit 230 Volt versorgt wird und LRS5P5 mit 24 Volt AC. Wie schon erwähnt, haben alle Regler auch eine Micro-USB-Schnittstelle für die Programmierung oder ein Firmware-Download. 2 RS-485-Schnittstellen, eine Echtzeituhr, die gepuffert ist für 72 Stunden über ein Goldcap, einen sogenannten Sylk-Bus für den Anschluss von Raumbediengeräten und es gibt noch zusätzlich an den Ausgängen für die Spannungsversorgung von Feldgeräten einen zusätzlichen 24 Volt AC Spannungsausgang, dieser kann bei Geräten mit 230 Volt AC Spannungsversorgung mit maximal 300 mA belastet werden und bei den Geräten mit 24 Volt AC Spannungsversorgung, also beim externen Netzgerät mit 600 mA. Hier sehen wir ein BCD7 LL5 P5 in der Übersicht. Mal die Detailansicht, wir haben oben links den Anschluss vom Port 1, also eine von den RS-485-Schnittstellen. Dort können wir zum Beispiel S-Bus-Kommunikation mit einer übergeordneten PCD realisieren. Daneben den Sylk-Bus-Anschluss für ein Raumbediengerät. Auf der grünen Klemme oben haben wir 6 analoge Ausgänge für Stellantriebe, Frequenzumrichter oder Klappen und was man sonst noch anschließen kann. Dann auf der blauen Klemme oben die 10 Universaleingänge, die mit denen man Sensoren verarbeiten kann oder auch digitale Signale wie Fensterkontakte oder Anwesenheitssensoren
Und rechts außen oben haben wir noch den zweiten RS485-Port, über den wir zum Beispiel E-Line-Module anschließen können, um unsere Ein-Ausgänge zu erweitern. Unten links haben wir dann die Klemme für die 24 Volt AC-Spannungsversorgung und direkt daneben einen 24 Volt Ausgang, mit dem man die Triacs hier beschalten kann. Ja. Die Triacs sind hier unten in der Mitte auf der orangen Klemme und daneben haben wir auch die vier Relaisausgänge. Zusätzlich sind auf dem Gehäuse noch sechs LEDs angebracht. Die ersten vier dienen dazu, dass die Kommunikation auf den RS485-Schnittstellen signalisiert wird und das ist sogar getrennt für die Sende- und Empfangsrichtung. Dann haben wir eine Sturm-LED, die uns anzeigt, wenn der Regler in Halt ist oder eine Störung hat, und eine Power-LED, die uns signalisiert, ob überhaupt die Spannung anliegt und das Gerät in Betrieb ist. Es gibt auch einen Run-Halt-Taster, mit dem kann man das Programm starten und stoppen. Und hier ist der Micro-USB-Anschluss für die Programmierung mit PG5. Die Universaleingänge können sowohl analog als auch digital arbeiten. Beim Digitalbetrieb kann ich hier den potentialfreien Kontakt beschalten und das Ganze dann im FUPLA verarbeiten. Die Konfiguration der Eingänge erfolgt im Device-Konfigurator. Bei dem Digitalbetrieb kann man auch einen Impulseingang auswählen in der Konfiguration und damit Impulse bis zu 30 Hertz erfassen. Somit lassen sich auch Energiezähler mit einem S0-Ausgang hier erfassen. Beim reinen digitalen Kontakt muss das Ganze im FUPLA noch gewandelt werden, da die Eingänge auf Register gemappt werden. Das bedeutet, ich benötige hier zum Beispiel aus der Bibliothek Ganzzahlarithmetik 0, so einen Gleich-Null-Vergleicher und kann dann diesen Eingang hier am Eingang der F-Box anschließen, bekomme dann am Ausgang tatsächlich einen Fleck mit dem Wert 0 oder 1. Bei der analogen Betriebsart können alle Eingänge 0 bis 10 Volt verarbeiten, also alle aktiven Fühler lassen sich dort verwenden. Auch passive Fühler lassen sich verwenden, hier PT oder Nickel 1000 oder Nickel 1000 Landis und Schäfer, allerdings nur auf den Eingängen 6 bis 9, also die letzten vier. Auf den ersten sechs Eingängen hier 0 bis 5 kann ich aber auch eine Widerstandsmessung aktivieren und dort lassen sich 0 bis 100 Kiloohm einstellen. Damit lassen sich auch NTC 20K Passivsensoren messen. Bei den letzten vier Eingängen lässt sich auch ein Bereich von 0 bis 10 Kiloohm konfigurieren und damit haben wir auch die Möglichkeit, an NTC 10 Kiloohm Fühler zu verwenden. Bei der Verwendung von den NTC Fühlern ist aber wichtig, dass diese im FUPLA nochmal in einen Temperaturwert umgerechnet werden. Das geschieht mit dieser F-Box-Umwandlung dB-Endpunkte. Dort benötigt man eine Datenbank, wo die Fühlerkurve hinterlegt ist. So, die digitalen Ausgänge. Jetzt kommen wir erst zu den Triac-Ausgängen. Diese können mit 24 Volt AC oder 230 Volt AC beschaltet werden, können einfach zum Schalten verwendet werden, geben einen Maximalstrom von 600 mA ab oder können mit maximal 600 mA belastet werden. Bei Bedarf können diese aber auch parallel geschaltet werden, um eine höhere Belastung zu realisieren. Für Anwendungen von PWM, also wenn wir Antriebe mit PWM-Ansteuerung, mit Pulsweitenmodulation haben, kann auch diese F-Box aus der eSuite-Bibliothek verwendet werden, diese Valve PWM. Bei den Relaisausgängen gibt es auch zwei unterschiedliche Typen. Das Relais 3, hier das erste auf der Klemme links, kann bis zu 10 Ampere Dauerstrom tragen auf dem Kontakt und sogar bis zu 80 Ampere kurzzeitig für 20 Millisekunden. Das bedeutet, dort kann ich auch größere Ventilatoren direkt anschließen oder einen Elektroerhitzer. Die anderen drei Relais können mit maximal 4 Ampere belastet werden. Die Analogausgänge arbeiten immer mit 0 bis 10 Volt, sind aber auch von der Belastung
unterschiedlich. Auf dem kleinen Regler ist der erste Ausgang mit maximal 5 mA belastbar, die anderen drei mit bis zu 1 mA und bei den Reglern im großen Gehäuse sind die ersten beiden Ausgänge auch auf 10 mA limitiert und die restlichen vier auf 1 mA. Das spielt aber in der Praxis kaum eine Rolle, da alle moderneren Antriebe nicht mehr als 1 mA benötigen. Zur Installation: Wir können die Regler sowohl auf DIN-Schiene im Schaltschrank montieren, als auch mit zweier Schrauben direkt an einer Wand oder einem Ventilatorgehäuse vielleicht. Bei der Montage außerhalb des Schaltschranks können wir auch zusätzlich diese Deckel aufstecken, um einen Berührungsschutz zu gewährleisten. Diese gibt es einmal als IRM-RSC für das kleine Gehäuse und einmal als IRM-RLC für das große Gehäuse. Die Abdeckungen lassen sich auch zusätzlich noch mit zwei Schrauben hier sichern, sodass sie auch nicht aus Versehen abgenommen werden können. Die F-Boxen, die unterstützt werden, sind identisch zu den F-Boxen, die unsere programmierbaren E-Line-Geräte unterstützen. Wir können also vielfältige F-Boxen verwenden, zum Beispiel die komplette Binärbibliothek mit Puffer, Flipflops und Multiplexern, alles was dazugehört. Wir können auch die Blockaufrufe verwenden, also hier Funktionsblöcke und Programmblöcke. Wir können Konvertierungen durchführen mit den F-Boxen, Zähler verwenden, Datenbanken sind verwendbar, die komplette Ganzzahlbibliothek, auch Systeminformationen teilweise. Die S-Bus-Kommunikation natürlich funktioniert auch über die Standard-F-Boxen. Wir können die Textkommunikations-F-Boxen verwenden, Modbus, DALI-E-Line-Treiber ist verwendbar, N-Ocean V3 und die E-Suite V2, die wir mit den programmierbaren E-Line-Geräten auch eingeführt haben. Bei der E-Suite, wer sie noch nicht kennt, verhält sich ähnlich wie bei unserer DDC-Suite. Dort gibt es aber spezielle F-Boxen für die Anwendung im Raum, also für Beschattungselemente, für Beleuchtung, Dimmer, für Taster und auch für verschiedene Stellantriebe, hier zum Beispiel 6-Wege-Ventile oder auch PWM-Ventile. Es ist auch die HLK-Bibliothek verwendbar, allerdings muss diese mit der HLK-4-Init-F-Box initialisiert werden. Als BG5-Version muss mindestens BG5 23113 verwendet werden und für eine optimale Unterstützung der Bibliotheken sollte der Raumregler eine Firmware von 1.10.06 mindestens haben. Bei übergeordneten Steuerungen mit Power-CPU sollte die PCD mindestens eine 1.26er Firmware haben. Bei Standard-CPUs übergeordnet 1.24.67. Wenn wir das Ganze mit E-Line-Modulen erweitern, muss für die L-Serie mindestens die Firmware 1.04 verwendet werden und für die S-Serie die 1.08. Die neuen Raumregler können auch mit bis zu 4000 Register und Flex genutzt werden. Diese sind gemappt von 0 bis 3999 und ab 4000 bis 4049 sind dann die Ein- und Ausgänge gemappt. Es können auch bis zu 400 Timer oder Counter genutzt werden. Die Timer werden von 0 bis 31 und die Zähler von 32 bis 400 adressiert. Es gibt auch einen Speicherbereich für nichtsflüchtige Flex und Register. Bis zu 1000 Stück können dort abgelegt werden und werden permanent im Flash gespeichert. Also insgesamt haben wir hier also doppelte Ressourcen als bei den programmierbaren E-Line-Modulen. Das Benutzerprogramm beträgt 100, der Speicher fürs Benutzerprogramm beträgt 128 Kilobyte. Wir können auch 10 Kilobyte für Texte oder Datenbanken nutzen. Es sind zwei COBs unterstützt, COB 0 und 1 und auch einige XOBs, zum Beispiel der XOB 16 für die Initialisierung, der XOB 10 für die Programm- und Funktionsblöcke, falls die Verschachtelungstiefe zu hoch wird, der XOB 12 für den Überlauf des Indexregisters und der XOB 13 für das ErrorFlag. Insgesamt sind auch 100
Funktionsblöcke oder Programmblöcke möglich mit einer Tiefe von 7 Leveln. Auch 100 RAM, Texte oder Datenbanken sind möglich. Wir unterstützen auf den neuen Reglern auch Fließkommazahlen. Allerdings kein GraphTag und kein interpretierten Text. Es sind auch nur einige System Functions möglich, nicht alle. So. Die Kommunikationsports der neuen Raumregler, die können beide sowohl als Master auch als Slave arbeiten, sind also völlig gleichberechtigt. Es gibt da keinen Port, der irgendwie mehr kann als der andere. Und wir können über diese Ports E-Line S-Bus Rios verarbeiten. Auch das E-Line DALI-Modul als entfernte Schnittstelle ist nutzbar. Wir können eine N-Ocean-Antenne betreiben und damit N-Ocean drahtlose Sensoren-Aktoren nutzen. S-Bus-Raumbediengeräte sind möglich und auch andere I/O-Module außerhalb der E-Line-Reihe sind hier möglich. Auch natürlich Modbus-Raumbediengeräte und I/O-Module wären möglich. Auch möglich sind Energiezähler mit S-Bus oder Modbus-Schnittstelle, die könnten wir auch dort anschließen. Wichtig ist für die Kommunikation zu einer übergeordneten PCD, sollte die neue E-Line-Library Version 1.3 oder neuer genutzt werden, weil diese auch den schnelleren S-Bus unterstützt, der uns mehrere Elemente gleichzeitig überträgt. Wer da keinen Wert drauf legt, also wem die Kommunikationsgeschwindigkeit nicht so wichtig ist, der kann natürlich auch die Standard Centressiv-F-Boxen verwenden. Als Raumbediengeräte unterstützen wir, wie schon gesagt, natürlich S-Bus und Modbus-Raumbediengeräte, aber auch konventionelle Raumbediengeräte, zum Beispiel aus der PCD7L630er-Reihe oder die QRCU-AT-Raumbediengeräte. Diese werden dann über die Eingänge angeschlossen, die konventionellen Eingänge. Das Einfachste ist aber, man verwendet die sogenannten Sylkbus-Raumbediengeräte. Diese werden über einen Zweidrahtbus verbunden. Es sind bis zu 150 Meter Leitungslänge erlaubt. Das Ganze ist polaritätsunabhängig. Das heißt, wenn ich den Bus verpole, funktionieren die Raumbediengeräte trotzdem. Pro Schnittstelle sind 4 Sylkbus-Geräte möglich. Ich könnte also an einem Raumregler bis zu 4 Geräte betreiben. Und über diese zwei Adern, über diese Zweidrahtbus, wird das Gerät auch mit Spannung versorgt. Ja. Das Ganze ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir haben das PCD7LR-TR40 und das TR42. Die unterscheiden sich dadurch, dass das TR40 keinerlei Display- oder Bedienelemente besitzt. Das TR42 hat dieses LCD-Display und 4 Tasten zur Bedienung. Und in jeder Gruppe gibt es 4 Varianten des Bediengeräts. Das TR40 besitzt nur einen Temperatursensor. Neu ist das TR40H mit Temperatursensor und Feuchtemessung. Das TR40CO2 hat Temperatur- und CO2-Messung. Und es gibt eins mit allem, also mit Temperatur, Feuchte- und CO2-Messung. Das ist das TR40HCO2 oder das TR42HCO2. Auf dem LCD-Display von dem TR42 wird einmal links oben die Lüfterstufe dargestellt. Dann der Belegt-Unbelegt-Zustand kann dort dargestellt werden. In der Mitte wird die Temperatur oder auch die anderen Sensoren angezeigt, also die Feuchtemessung oder die Luftqualität. Und ich kann über die beiden Tasten hier auch die Lüfterstufe verändern und den Belegt-Unbelegt-Zustand auch verändern. Über die Pfeiltasten lässt sich auch der Sollwert einstellen. Für die Programmierung der Sylkbus-Geräte gibt es eine neue Bibliothek. Das ist hier diese Programmable IRM-Bibliothek. Diese müssen einmal initialisiert werden. Also diese Sylkbus-Schnittstelle wird mit dieser Fbox-Initialization einmal initialisiert. In der Fbox gibt es nur eine Einstellung, die man vornehmen kann, und zwar die Anzahl der Raumbediengeräte, die an dieser Schnittstelle hängen. Ja, falls ich nur ein Gerät verwende, passt die Standardeinstellung. Die Sylkbus-Geräte selbst werden mittels DIP-Schalter adressiert und standardmäßig kommen diese mit einer Adresse 1. Für die TR40, also die Geräte ohne Display,
gibt es eine F-Box, allerdings nicht für jeden Typ einzeln, sondern für alle Typen eine F-Box. Das heißt, ich bekomme am Ausgang hier Temperatur, Feuchte oder auch den CO2-Wert angezeigt. Sollte der angeschlossene Fühler jetzt keinen CO2-Wert messen, wird dort einfach eine Null ausgegeben. Das Einzige, was ich hier in der F-Box noch einstellen muss, ist die Sylkbus-Adresse des Raumbediengeräts und ich kann noch hier eine Korrektur des Fühlers vornehmen. Für die TH42-Geräte, also mit Display und Tasten, gibt es auch eine F-Box. Diese F-Box bietet zusätzlich zu dem Ausgang Temperatur und Feuchte und CO2 auch einen Ausgang für den Sollwert und Ausgänge, wo angezeigt wird, ob die Lüfterstufe verstellt wurde, also welche Lüfterstufe vom Bediengerät gewählt wurde, und auch ob der Belegzustand geändert wurde am Display. Für diese ganzen Anzeigen gibt es auch Eingänge. Also ich kann hier über den OCC oder den Standby-Eingang die Belegt-Unbelegt-Status am Display verändern, den Sollwert vorgeben und auch die Lüfterstufen ein-ausschalten. Zusätzlich lässt sich in dieser F-Box noch konfigurieren, welche Werte überhaupt dargestellt werden. Also ich kann sagen, ob ich die Feuchte oder die Luftqualität sehen möchte und ob eine Möglichkeit der Lüfterstufenveränderung gegeben sein soll oder auch die manuelle Änderung des Belegzustands. Die neuen Raumregler verfügen auch über keine Batterie, sind also vollkommen wartungsfrei. Das heißt aber auch, dass Parameter, die zur Laufzeit verändert werden können, über so ein Bediengerät oder vielleicht über einen Bus, auch nach einem Kaltstart, nach Spannungsausfall verloren gehen und auf Default-Werte zurückgesetzt werden. Um das zu verhindern, gibt es in dieser neuen Bibliothek auch eine Media Backup Restore F-Box. Diese sollte man auch einmal am Anfang des Programms platzieren. Und diese F-Box sorgt dafür, dass Parameter, die wir markieren, automatisch im Flash-Speicher gesichert werden und auch automatisch wiederhergestellt werden nach einem Neustart. Dazu müssen im Fuppler, im Symboleditor die Werte, die dauerhaft gespeichert werden sollen, mit diesem S-Adjust-Tag getaggt werden, einmal markiert werden und sobald dieses S-Unterstrich-Adjust-Tag gesetzt ist, werden diese Werte von der Backup-Restore-F-Box automatisch im Flash-Speicher gesichert in einem bestimmten Intervall, was ich hier in der F-Box konfigurieren kann. Ja. Vorgegeben sind hier 60 Sekunden. Das heißt, alle 60 Sekunden wird nicht im Flash gespeichert, sondern es wird verglichen, ob der Wert, den der online eingestellt ist, mit dem im Flash-Speicher übereinstimmt. Und erst bei einer Abweichung von diesen Werten wird dann tatsächlich geschrieben, damit man auch die Schreibzyklen des Flash-Speichers nicht so schnell überschreitet. Ich sehe auch in der F-Box, wann das nächste Backup stattfindet, wann ein Backup durchgeführt wurde und auch wann ein Restore durchgeführt wurde. Für die Speicherung der Werte stehen uns 1000 Online-Parameter zur Verfügung. Allerdings muss man bedenken, dass diese 1000 Stück sich sowohl auf Flex auch auf Register beziehen. Das heißt, ein Flex belegt genauso viel wie ein Register immer ein von diesen 1000. So, hier noch ein Anwendungsbeispiel, wie man eine Anlage aufbauen könnte mit unseren neuen Raumreglern. Wir haben hier oben übergeordnet eine PCD3 oder vielleicht ein programmierbares Panel. Dieses kommuniziert über die serielle Schnittstelle als Master mit unserem neuen Raumregler. Und die zweite RS485-Schnittstelle wird hier genutzt, um weitere E-Line-Module anzuschließen, zum Beispiel ein Ausgangsmodul für Licht und Beschattung oder auch ein E-Line-DALI-Modul für Beleuchtungssteuerung. Dort könnte man dann auch über die zweite Schnittstelle des DALI-Moduls noch weitere Bediengeräte oder Modbus-Kommunikation realisieren. Zusätzlich hängt hier noch ein S-Bus-Raumbediengerät dran. Zu bedenken ist aber bei dieser Konstellation, wenn man so einen Raumregler erweitert, dass gerade bei Steuerung von Beleuchtung und Jalousien die Laufzeiten irgendwann zu groß werden, wenn man zu viele E-Line-Module da dranhängt und dann merkliche Verzögerungen entstehen beim Tasten.
Deswegen sollte man hier vielleicht nicht mehr als 8 Geräte überschreiten an einer Schnittstelle. Allerdings hängt das immer davon ab, wie viel Daten dort kommuniziert werden und wie hoch die Busgeschwindigkeit eingestellt wird. Eine weitere Möglichkeit, wie man das aufbauen kann, ist hier dargestellt. Wir haben hier wieder eine übergeordnete PCD, die mit unserem Raumregler kommuniziert. Und die E-Line-Erweiterungsmodule hängen aber an derselben Schnittstelle und sind hier auch mit einer E-Line-Erweiterung für Licht und Beschattung oder einem DALI-Modul erweitert. An der zweiten Schnittstelle ist hier allerdings eine N-Ocean-Antenne für den batterielosen N-Ocean-Funk angeschlossen und somit können wir auch N-Ocean-Aktoren und Sensoren über Funk verwenden. So, als weitere Neuerung haben wir eine Vorlage für die Raumautomation erstellt. Diese ist so ähnlich wie die DDC-Suite-Vorlage für Lüftung und Heizung, allerdings speziell auf die Bedürfnisse der Raumautomation abgestimmt. Wir können damit also auch solche Sachen realisieren wie Heizen, Kühlen mit einem Zwei-Rohr-System. Wir können Vier-Rohr-Systeme mit einem digitalen PWM-Ventil, Analogventil oder Sechs-Wege-Ventil realisieren. Es gibt hier eine Kühlung, zweite Stufe, die uns zusätzlich über die CO2-Luftqualitätskontrolle einen Frischluftanteil über eine Klappe steuert. In dem Fall wird die Luft von einem zentralen Klimagerät zugeführt. Wir können Ventilatoren steuern über die Heizung oder Kühlung, auch über die CO2-Luftqualität bis zu 3 Stufen oder auch stetig geregelt. Auch die Bedienung über verschiedene Raumbediengeräte ist möglich. In dieser Vorlage ist schon das normal verkabelte Raumbediengerät integriert, auch Sylt-Busgeräte und N-Ocean-Raumbediengeräte. Zusätzlich zu diesen Funktionen ist in dieser Raumvorlage auch eine Funktion, eine Emulation programmiert, die einen alten PTD7 L600 Raumregler emuliert. Das ist dafür gedacht, dass wir auf einfachste Weise diese alten Raumregler mit unseren neuen ersetzen können. Das Programm dafür wurde hier in so einem Programmblock ausgelagert und ist standardmäßig über diese Call PBFBox deaktiviert. Bei Bedarf muss dieser Enable-Eingang auf 1 gesetzt werden, dann wird dieser Programmblock ausgeführt und hier drin läuft praktisch die Kommunikation mit der Master-PCD, mit der übergeordneten PCD. Der Fokus lag bei dieser Emulation vor allem darauf, dass man in dieser Master-PCD keine Änderungen durchführen muss. Das heißt, alle Register werden hier zu dem Master kommuniziert und emulieren praktisch einen alten L600-Regler. Das Ganze wurde auch noch farblich ein bisschen hier unterlegt, die einzelnen Seiten des Programms. Und zwar sind die grünen Seiten die von unserer Raumapplikation zu den L600-Registern kommuniziert werden und die roten Seiten kommunizieren von den L600-Registern zu unserer Raumapplikation. Somit ist also ein ganz einfacher Austausch möglich. Noch ein letztes Feature, was jetzt nur indirekt mit den neuen Raumreglern zu tun hat, kann aber dafür gut verwendet werden. Wir haben ein sogenanntes Distributed Alarming in unserer neuen Alarmbibliothek oder auch auf Deutsch verteiltes Alarming. Das bedeutet, ich kann hier unten in unseren Raumreglern oder auch in den E-Line-Modulen die ganz normalen Alarm-F-Boxen verwenden, obwohl die Firmware eigentlich keine Alarmverwaltung ermöglicht. Diese Alarme werden dann automatisch an die übergeordnete PCD kommuniziert und dort in die vorhandene Alarmliste eingefügt. Das Ganze sieht im Fuppler so aus, dass ich hier in meinen Raumregler, in dem Slave, eine sogenannte Distributed Alarm List anlege und kann damit ganz normal meine Alarm 10 oder ein Alarm F-Boxen verwenden. In dem Master, in der übergeordneten PCD, muss ich die F-Box Distributed Alarm Device anlegen und kommunizieren tun die beiden über den Device-Namen. Also ich muss nur hier drin den Device-Namen vom Slave festlegen. Und sobald hier auf Enable eine 1 kommt, werden diese Alarme abgeholt und automatisch hier in diese Alarmliste hinzugefügt, die im Master vorhanden ist. Somit lässt sich mit wirklich wenig Engineering-Aufwand auch das Alarming erstellen und ich kann mit der neuen
Alarming-Bibliothek das Ganze auch per E-Mail oder SMS automatisch weiterversenden. Ja, das war's zu dem neuen Raumregler. Auf unserer Supportseite finden Sie noch umfangreiche Unterlagen wie ein Handbuch oder auch Montageanweisungen und auch diese Raumvorlage, die ich gerade vorgestellt habe.